Schön war es da oben. Hab ich geschlafen. So, heute wird der Po überquert. Das heißt ungefähr 3 Kilometer laufen bis zur Anlegestelle. Dann kommt da der Fährmann, den haben wir schon bestellt. Ciao. Ah, ciao. Und dann fährt er uns 4 Kilometer den Fluss runter. Und von da aus geht es dann weiter. Insgesamt ist die Strecke nicht so lang heute. Das werden wahrscheinlich so 20, 21 Kilometer mit den 4 Kilometern schon von dem Bootsmann. Aber ist auch ganz nett. Ich habe gut geschafft in den letzten Tagen. Ich habe viele Kilometer im Plus. Ich kann mir das mal locker erlauben, einfach mal einen Tag sozusagen die Beine hochzulegen. Obwohl wir das natürlich nicht tun, ne? So, jetzt muss ich noch was holen, was mir gestern aus dem Fenster gefallen ist. Eine halbe Klammer. Wie kommt die denn dahin? Ist ja verrückt. Also, davon ausgehend, dass das hier links von uns die kleine Ansiedlung hier Corte de Sant'Andrea ist, ja, müssten wir wenig später den Po erblicken und dann rechts abbiegen. So. Wir erblicken zwar nicht den Po, aber wir biegen schon mal trotzdem rechts ab. Ah. Ach das, hier ist der Po. Ach, das ist es schon. Da ist der Po. Und auch unsere Anlegestelle. So geht der Po. So schnell fährt dann auch unsere Fähre. So schnell. Bin ich gerade aufgeregt? Ach hier, da liegt doch schon das Boot. Gustav, da liegt das Boot doch schon da. Pass auf. Arriva da Calendascolo. Sì, Calendascolo. Ach, guck mal da hinten. Ja, ja, das ist der Schnellboot. Das kommt. Taxi. Wow. Taxi. Oh. Buongiorno! Buongiorno Danilo! Buongiorno! Ma il frate chi è? Io! Io sono il frate! Sembri tutto, è scuro che è un frate! Passate un po' senza abito, perché con l'abito è più ingombrante. No! Non lo so! So! Ok! È troppo pesante, cosa c'hai dentro? Dei molti soldi. Siediti qua davanti tu. Ah, perfetto, ja, das ist der Platz für den Kameramann vorne.
Los geht's. Ho fatto la battuta. Fatto troppo caldo questo da fare. Ho fatto la battuta. Ce l'ho l'abito dentro lo zaino. Sì, sì, no, ma dà fastidio. Siamo più verso Milano. Wunderbar. Darf nur die Kamera nicht loslassen. Anzi, cappuccino. Alle noch da? Alle noch da. Alle noch da. Alle noch sehr da. Gut. Fort. Adesso tu vai. Dove vai? Devi passarmi gli zaini. Die Sachen. Hallo. Segretario. Einer muss ja arbeiten. Alles da? So, dann macht's gut, ne? Tschüss. Grazie. So. Io ho dato i soldi, però i soldi? No, adesso venite a casa mia, timbrare le credenziali, faccio firmare il libro. Sì. Vai. Guarda che belli che siete. Un, due, tre. Non vai. Prendimi la pancia, Alberto. Sta già fatto. No. I pellegrini, ma fanno bagno. Und jetzt gibt's den Stempel. Ja. Na, Gott sei Dank. Faccio qua. Ah, tu bist. Du hast schon den Stempel, eh? Bel personaggio. 24, 9, 16. Dai, come ti chiami? Ti chiami Philips, Cristoforo. San Cristoforo, importante. C'era un convento dei cappuccini dove c'era la cappella dedicata a San Corrado. Non è questo. Rinder, Zesch, Schliffe. Signore. Tom. Ciao, grazie. Ciao. Buon cammino. Ciao, grazie. Ciao. War noch gut, oder? Ja. Das war lustig. Ja, von solchen Sachen lebt das ja auch immer, ne? Von solchen kleinen Besonderheiten, die so typisch sind und einzigartig dafür. Ja, und die jeder Pilger macht. Wo man einfach quasi machen muss nicht, aber gehört dazu, oder? So. Tomaten. Der Geruch. Wahnsinn. Oktoberfest. Oh nein. Oktoberfest. Via Roma, via Kutta. Ist immer, fast immer. Via Roma.
geradeaus, immer nur an der Straße lang. Ja, ich weiß nicht, jetzt schon 2 Kilometern oder so und mindestens so weit geht das jetzt noch länger in die Stadt. Und ein Auto nach dem anderen, es stinkt. Oh Mann, ey. Sie tun so weh. Seit Stunden lang latsche ich durch diese blöde Stadt. Keine Lust mehr, macht keinen Spaß. Heute nimmt es aber auch mal wieder gar kein Ende. Endlich. Ja, sie ist schon da. Sieht so aus, als ob da wer drin wäre. Tja. Ich habe jetzt den Schlüssel. Die beiden sind scheinbar noch nicht da. Weiß auch nicht, wo die sind. Die waren eigentlich weit vor mir. Wir haben vielleicht auch irgendwo Pause gemacht und sich noch hingesetzt. Hier gibt's Betten. Und hier gibt's auch nochmal Betten. Jetzt gucke ich nochmal ganz oben. Und gibt's auch nochmal Betten. Na, vielleicht bleibe ich hier. Hier oben. Gefällt es mir eigentlich ganz gut. So, ja, irgendwie ein komisch aufgeteilter Tag heute, ungewöhnlich durch diese Fährfahrt. Ach ja, naja, ansonsten finde ich schwer im Moment so Sachen irgendwie rauszukristallisieren, weil die Tage gerade so miteinander verschmelzen irgendwie. Also es gibt nicht mehr der Tag war, sondern es ist alles irgendwie so ein bisschen ein Fluss im Moment. Ich laufe und schlafe und laufe und gehe essen und schlafe.
mit den beiden. Mal sehen, das hat sich jetzt im Moment so ein bisschen eingespielt. Guckt hier, ich habe Paul und Gustav doch noch gefunden letztendlich. Ja, schön. Wir haben uns heute gewaltig verlaufen. Ja, ja, eine Bar haben sie gesucht. Wir waren nicht besoffen. Nicht? Nein. Aber kann ja noch kommen. Kann noch kommen, dass wir sind benommen. Wir bleiben irgendwie zusammen, wir bleiben parallel. Heute beim Fährmann haben wir gesehen, in dem Buch, das er führt, dass eigentlich durchaus einige Pilger unterwegs sind, aber alle so ein, zwei, drei, vier Tage vor uns, die wahrscheinlich auch so ein Tempo haben wie wir, das heißt, die werden wir wahrscheinlich nicht einholen. Also wir werden so in unserer Dreierblase uns weiter bewegen. Ja, sonst wären wir halt wieder ganz alleine, das ist halt dann auch doof. Oh, krass, wenn ich überlege, dass das heute schon der 16. Tag irgendwie ist. Ein Drittel habe ich geschafft, ohne es zu merken. Bin jetzt irgendwie so in der Mitte angekommen. Es gibt jetzt kein richtiges davor mehr und dahinter ja sowieso noch nicht. Also es ist jetzt alles immer nur laufen. Ich weiß es nicht, wie das alles weitergehen soll. Mache ich mir im Moment auch eigentlich gar nicht so einen großen Kopf. Das war noch vor so ein paar Tagen. Im Moment nehme ich das einfach alles so mit, lasse das mehr oder weniger einfach an mir vorbeischwirren, habe so meinen Laufpausen-Tagesrhythmus gefunden, der ganz gut funktioniert, wo ich 28, 30 Kilometer eigentlich ohne größere Probleme hinbekomme. Oh. Bin im Pilgern jetzt mehr oder weniger angekommen, glaube ich. Es muss wieder einer hingehen und die Kamera ausmachen. Immer der gleiche. Das jede halbe Stunde.